machst. Ich mache das Booking hier im Mau-Club seit ungefähr 2,5 Jahren. Auf Deutsch gesagt ist es die, habe ich die Programmverantwortung und auch die Programmplanung inne. Na gut, das Mau ist recht offensichtlich die Location des Landesrockfestivals und stellt letztendlich die technischen Gegebenheiten, kümmern sich um den Ablauf der Veranstaltung. Also der Trägerverein vom Mau-Club ist der Zabrik e.V., ist ein gemeinnütziger kultureller Verein. Um den Verein ein bisschen mehr vorzustellen, haben wir so eine schöne Zeitung hier kreiert. Ja. Vereins-Namensgeber Zabrik. Und da ist gut abgebildet eigentlich, dass wir bis zu, ich glaube, dieses Jahr 40, 50 lokale Gruppen hier mit einbinden konnten und als Support-Acts, als sogar Einzelshows oder halt in so einer Veranstaltung wie das Landesrockfestival oder Heimspiel TV-Festival. Also eine Veranstaltung, die jungen Menschen ermöglicht, Bühnenerfahrung zu sammeln. Da ist es cool zu sehen, dass da eine Veranstaltung auch existiert, die gerade den jungen Bands einerseits die Möglichkeit der Live-Präsenz gibt, die sie teilweise ja sowieso auch schon suchen, aber dann trotzdem so diesen Charakter des Messens auch noch ein bisschen dabei ist. Selber so ein bisschen diese sportliche Attitüde noch mitschwingt und auch krass zu sehen, wie sich so eine Veranstaltung wie das Landesrockfestival auch ein Stück weit immer renoviert, immer weiter. Und ich weiß, da gibt es jetzt so ein paar Sachen, sind da in Planung, die ich aus dem stillen Kämmerlein der Pop-KW erfahren habe, die, wie ich finde, großartig sind und, sag ich mal, jungen Bands weiter immer schön den Weg ebnen können.